Halo, guten Abend, dobroveče, dobrodošli u još jednu novu video lekciju koju sam pripremila isečke iz jedne knjige. Dakle, kao što smo nekoliko puta spomenuli, veoma je bitno čitati na onom jeziku, na target jeziku, jeziku koji želimo da naučimo, ali također je veoma bitno da izaberemo štivo, materijal koji možemo da razumemo, ili makar da možemo 80% od onoga što čitamo da razumemo. Verovatno ste mnogo puta počinjali da nešto čitate i krenete prva, druga, treća strana, toliko nepoznatih reči i ustanete. Dakle, veoma važno da razumete to što čitate. I kad ste na početnim nivoima, dakle A1, A2 nivo, najbolje je da čitate adaptirane knjige. Dakle, uđite u knjižaru i pitate imate li adaptiranu knjigu, što to znači? To znači da kada okrenete, ovo nije, ali kada okrenete stranu, posljednju, onda vidite na korici piše za koji je nivo knjiga. Dakle, adaptirane knjige, to su često prave knjige koje su profesori, nastavnici uzeli u svoje ruke, iseckali, skratili i ostavili samo, znači, i gramatiku i vokabular koji su prilagođeni samo za jedan određeni nivo. Dakle, predlažem da čitate takve knjige. I sad ovo što ćemo mi čitati večeras i analizirati i o čemu ćemo mi pričati jeste iz jedne takve knjige, tako da pišite u komentarima ako ste prepoznali koja je knjiga u pitanju. Krećemo onda. Broj 1. Sie tritt in das Büro ein. Sie tritt in das, odnosno ins Büro ein. Ona ulazi u kancelariju. Koji je glagol u pitanju? Ein, treten. Ein, treten. Ich trete ein, du trittst ein, sie tritt ein. Und sie geht zu ihrem Mann. Sie geht zu ihrem Mann. Znači, gehen zu jemandem, znači ići ka nekome. Zu wem geht sie? Sie geht zu ihrem Mann. Naravno, zu sa dativom. Sie geht zu ihrem Mann. Znači, sie tritt ins Büro ein. Sie geht zu ihrem Mann. Kako bismo rekli, on ide ka svojoj ženi. Er geht zu seiner Frau. Znači, promenili smo ihr u sein. Ihr je njen. Sein je njegov i promenili smo nastavak ovde zu seiner Frau, zato što je za ženski rod. Er geht zu seiner Frau und sie geht zu ihrem Mann. Was ist los? Was ist los? Dakle, was ist geschehen? Was ist los? Šta se desilo? Šta se dešava? Šta nije u redu? Was ist los? What's going on? Was ist los? Ich habe deine Notiz gefunden und ich bin sofort gekommen. Okay. Odličan primjer perfekta sa haben i sein kao pomoćnim glagolima. Dakle, ich habe deine Notiz gefunden und ich bin sofort gekommen. Dakle, finden, prošlo vreme, particip sve gefunden i pomoćni habe. Znači, ich habe deine Notiz gefunden. Und ich bin sofort gekommen, dakle, glagol kommen, doći, kretanje, traži pomoćni glagol sein. Ich habe deine Notiz gefunden und ich bin sofort gekommen. Setzen Sie sich, Frau Schneider. Setzen Sie sich. Dakle, u pitanju je glagol sich setzen, sesti. To nije isto što i sitzen. Tako, sitzen je sedeti. Sedeti. Ali sich setzen je sesti. I kada nekome kažemo, hoćemo da kažemo sedite, persiramo, kažemo setzen Sie sich, setzen Sie sich ili nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz. Setzen Sie sich. Sedite.
Frau Schneider ist unruhig. Frau Schneider ist unruhig. Znači, nemirna je bukvalno, odnosno uznemirena. Unruhig. Sie ist ruhig, sie ist cool. Znači, ruhig. Unruhig, nervös. Und auch besorgt. Sie ist unruhig. Sie ist nervös. Sie ist besorgt. Sie schaut ihren Mann an. Sie schaut ihren Mann an. An. Schauen. Ansehen. Znači, pogledati u nekoga. Sie schaut ihren Mann an. Sie sieht ihren Mann an. Dakle, ona pogleda u svog muža. Kako ćemo reći, on pogleda u svoju ženu. Er schaut seine Frau an. Er schaut seine Frau. Sie schaut ihren Mann. Kao što vidimo, ovdje je muški rod akuzativ. Dobio en, ihren Mann. A u ženskom rodu akuzativa se ne dodaje nastavak. Znači, seine Frau. Sie schaut seine Frau an. Und sie, znam se, er schaut seine Frau an. Und sie schaut ihren Mann an. Er sitzt wieder hinter seinem Schreibtisch. Er sitzt wieder hinter seinem Schreibtisch und sedi opet an seinem Schreibtisch, kao za svojim radnim stolom. Hinter je iza, sedi iza radnog stola, radni stoje ovde, ja sedim ovde. Znači, er sitzt wieder hinter seinem Schreibtisch, odnosno an seinem Schreibtisch. Dativ muškog roda seinem. Znači sad je ovo sitzen, a malo prije bilo sitzen. Dva glavu. Er trägt eine Brille nur zum Lesen und Fernsehen. Er trägt eine Brille, also trage, ne glavo, nositi. Ich trage. Eine Brille, ich trage immer eine Brille, aber er trägt eine Brille nur zum Lesen und Fernsehen. Zum Lesen, zum Fernsehen. Dakle, zu plus Dativ, das Lesen, das Fernsehen, su imenice nastava glagola. Znači, čitanje i gledanje TV-a. Tako da je zum Lesen und zum Fernsehen. Ich habe ein Foto von ihm. Ich habe ein Foto von ihm. Ili na drugi način, znači imam jednu fotografiju od njega. Imam jednu njegovu fotografiju. Ich habe sein Foto. Ich habe sein Foto. Imam njegovu fotografiju. Ich habe ein Foto von plus dativ von ihm. Imam jednu fotografiju od njega. Njenu bi bilo ovde von ihr, a ovde bi bilo ihr foto. Ich hab ihr foto, imam njenu fotografiju. Ich hab ein foto von ihr, imam jednu fotografiju od nje. Von ihr. Von ihm, od njega, dativ. Sie sucht nervös in ihrer Tasche. Sie sucht nervös in ihrer Tasche. Traži nervozno po svojoj torbi. Sie sucht nervös in ihrer Tasche. Kako ćemo to reći za njega? Er sucht nervös in seiner Tasche. Možda bude i džep. U džepu. Odnosno. Znači, sie sucht in ihrer Tasche. Er sucht, on traži in seiner Tasche. Er sucht nervös in seiner Tasche und sie sucht nervös in ihrer Tasche. Ist das ein neues Foto?
Ist das ein neues oder ein altes Foto? Ihre neue Fotografie Eline Castara. Ist das ein neues Foto? Was hatte er heute Morgen an? Was hatte er heute Morgen an? Glagol anhaben. Je kao imati na sebi. Nositi. Znači, was hatte er heute Morgen an? Šta je on jutros nosio? Was hatte er heute Morgen an? Was hatte er an? Šta trenutno nosi? Was hatte er an? Šta je nosio? Hat er eine Freundin? Hat er eine Freundin? Znači, imali devojku? Kako ćemo za njom zapitamo? Hat sie einen Freund? Eine Freundin, dakle, akuzativ ženskog roda se ne menja. Akuzativ muškog roda se menja, dodaje se en. Hat sie einen Freund? Oder hat er einen Freund? Oder hat sie eine Freundin? Sve može se izmešati. Aber das ist doch lächerlich. Aber das ist doch lächerlich. Er ist doch noch ein Kind. Er ist erst 15 Jahre alt. Oder sie, aber das ist doch lächerlich. Sie ist doch noch ein Kind. Sie ist erst 15 Jahre alt. Das ist doch lächerlich. To je smiješno. Er ist doch noch ein Kind. Oder još uvijek dijete. Er ist erst 15 Jahre alt. Ima tek 15. Erst 15. Tek je 15 godina star. Das ist doch lächerlich. Er ist doch noch ein Kind. Er ist erst 15 Jahre alt. Sie zögert, bevor sie spricht. Es ist ihr peinlich. Sie zögert, bevor sie spricht. Es ist ihr peinlich. Zögern, ihr Klebert. Sie zögert, ona okljeva, pre nego što nešto kaže. Sie zögert, bevor sie spricht. Es ist ihr peinlich. Njoj je neprijatno. Es ist ihr peinlich. Njoj je neprijatno. Kako ću da kažem, meni je neprijatno. Es ist mir peinlich. Njemu je neprijatno. Es ist ihm Znači, i ja njoj, opet dativ, mi ja meni, dio tebi, im njemu. Es ist mir peinlich, es ist ihr peinlich, es ist im peinlich, es ist uns peinlich. Nama je neprijatno zaključak, uns, nama. Und sie zögert, bevor sie spricht. Znači, okreva pre nego što nešto kaže. Ich rate Ihnen, nach Hause zu gehen. Ich rate Ihnen, nach Hause zu gehen. Dakle, raten je savjetovati. Der Rat nije rat. Rat. Ich rate Ihnen, ja savjetujem vama, ovo vama je persiranje. Ich rate euch, bi bilo savjetujem vama da nije persiranje. Ich rate Ihnen, nach Hause zu gehen. Znači ide raten sa zu plus infinitiv. Ich rate Ihnen mehr zu lernen. Ich rate Ihnen weniger zu rauchen. Er steht auf, um Herrn Schneider zu verabschieden. Er steht auf, um ihn zu verabschieden. Verabschieden je oprostiti se s nekim, reći bye bye, goodbye. Znači, on ustaje da se oprosti sa Herr Schneiderom. Nein. Und er weiß auch nicht, dass ich den Brief gelesen habe. Also, deo rečenice, znači ne, dobro. Er weiß auch nicht, dass ich den
Brief gelesen habe. Er weiß nicht, dass ich den Brief gelesen habe. Und ich ne zna, dass er mir Pismo pročitala. Er weiß nicht, dass ich den Brief gelesen habe. Ja, natürlich verstehe ich das. Ja, natürlich verstehe ich das. Wissen Sie, ob sie hier lebt? Oder wissen Sie, ob sie in dieser Stadt lebt? Znate li da li? Wissen Sie, ob? Wissen Sie, ob sie hier lebt? Wissen Sie, ob sie in dieser Stadt lebt? Schauen Sie nach, ob er Kleider mitgenommen hat. Opet dali. Znači, schauen Sie nach, razgledajte, pogledajte, ob er Kleider mitgenommen hat. Dakle, mitnehmen, poneti sa sobom. Partizip 2, mitgenommen. Znači, pogledajte, da li poneo nešto od svoje odeće. Schauen Sie nach, ob er Kleider mitgenommen hat. Und ich behalte dieses Foto. Ich behalte dieses Foto. Also behalten je zadržati. Ako ti nešto treba, du kannst es behalten. Možeš to da zadržiš, ich brauche es nicht. Brauchen Sie dieses Foto? Da li vam treba ova fotografija? Ich behalte es. Ich behalte dieses Foto. Und später komme ich zu Ihnen. Und später komme ich zu Ihnen. I kasnije ću doći kod vas. Später komme ich zu, plus dativ, zu dir, kod tebe, zu euch, kod vas, množina, zu Ihnen, kod vas, persiranje. Später komme ich zu Ihnen. Frau Schneider steht auf. Er begleitet sie zur Tür. Frau Schneider steht auf. Ona ustaje. Er begleitet sie. Begleiten je nekog ispratiti, ići sa nekim. Also er begleitet sie do vrata. Zu, pa di tua ženski rod, zu plus dativ, zu di, zu der tua, zu tua. Er begleitet sie zur Party, može. Ako ide s njom na zabavu, onda je prati je na zabavi. Er begleitet sie zur Party, er begleitet sie zu tua. Machen Sie sich vor allem keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ne brinite se. Machen Sie sich keine Sorgen. Vor allem pre svega. Znači, pre svega nemojte se brinuti. Vor allem machen Sie sich keine Sorgen. Sich Sorgen machen, brinuti se. Machen Sie sich vor allem keine Sorgen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Aushalten je izdržati. Mal bis mir mal behalten, zadržati. Aushalten. Kao ertrag. Ich trage es nicht mehr. Ich ertrage es nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ertragen se ne razvoja, naravno. Er se ne razvoja. Ich halte es nicht mehr aus, znači ja to više ne mogu da izdržim. Das hast du doch bestimmt auch schon einmal gedacht. Das hast du doch bestimmt auch schon einmal gedacht. To si verovatno sigurno, znači, bestimmt si, sigurno si to do sada nekada pomislio, ne mogu više. Ich kann es nicht mehr aushalten, auch sa können možemo da napravimo. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ne mogu to da više izdržim. Ich kann es nicht mehr ertragen. Das ist unerträglich. Ne izdrživo je. Es ist unerträglich. Das hast du doch bestimmt einmal gedacht. Der Regen hat die Wörter verwischt. Der Regen hat die Wörter verwischt. Znači, na papiriću su bile nešto napisano i pošto je padala kiša, ta su se slova onako isprala. I ne vidi se šta piše. Der Regen hat die Wörter verwischt.
Also, man kann nur einige Wörter lesen. Man kann doch nur einige Wörter lesen. Mogu se pročitati samo neke reči. Znači, imamo man, ne kažemo čovek, znači nije to deo man, nego bezlično, taj subjekat tu u rečenici. Znači, mogu ja, možeš ti, može se. Može svako. Man kann, može se. Man kann doch nur einige Wörter lesen. Das ist eine Drohung. Das ist eine Drohung. Drohen je pretiti, Drohung je pretnja. Also, das ist eine Drohung, to je pretnja. Das ist eine Drohung. Er geht zur Tür, aber seine Frau hält ihn zurück. Er geht zur Tür, ide ka vratima, aber seine Frau hält ihn zurück. Dakle, u pitanju je koji glagol. Nazad, zadržati. Ona ga zadržava, sie hält in njega. Zurück. A on, bismo rekli, er hält sie. On ju zadržava, er hält sie zurück. Ona njega zadržava, sie hält in zurück. Nein, das hat keinen Zweck. Der Zweck. Das hat keinen Zweck. Das hat keinen Sinn. Znači, nema smisla, nema svrhe. Das ist ein Unsinn, Wahnsinn. Das hat keinen Zweck. Aber ich kann nicht länger warten. Er ist in Gefahr. Aber ich kann nicht länger warten. Er ist in Gefahr. Ich kann nicht länger warten. Ne mogu duže da čekam. Er ist in Gefahr. On je u opasnosti. Die Gefahr, opasnost. Gefährlich, opasno. Er ist in Gefahr. Beruhige dich, beruhige dich. Sonst werde ich auch noch verrückt. Oder sonst werde ich auch noch den Verstand verlieren. Znači, beruhige dich, smiri se. Inače, ću ja, mislim, bukvalno poludeti, odnosno izgubiti razum. Verstand, den Verstand verlieren, izgubiti razum. Onda verrückt werden, verrückt werden. Sonst werde ich auch noch verrückt. Ili, sonst werde ich auch noch den Verstand verlieren. Da sind sie ja endlich. Da sind sie ja endlich. Kad neko konačno dođe, neko koga smo toliko dugo čekali. I kažemo, da bist du ja endlich. Oh, konačno si tu. Da sind sie ja endlich. Konačno ste tu. Kommen sie rein. Schauen sie. Das ist ganz schrecklich. Kommen Sie rein. Uđite. Schauen Sie. Pogledajte. Das ist ganz schrecklich. Užasno je, strašno je. Das ist ganz schrecklich. Schauen Sie. Kommen Sie rein. Ich habe das vor der Haustür gefunden. Ich habe das gefunden. Ja sam to našao. Wo, gde, dativ, znači die Haustür, u dativu vor der Haustür. Wo hast du das gefunden? Ich habe das vor der Haustür gefunden. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Er nimmt das Stück Papier in die Hand. Er bleibt stehen, wo kann auch das stoi, zaustavlja se. Und er nimmt, glagol nehmen, uzeti, er nimmt das Stück Papier, den Zettel, in die Hand, u ruku. Das ist komisch. Die Schrift ist ganz verwischt. Rekli smo verwischt, znači sve ne vidi se rukopis. Das ist komisch, čudno. Die Schrift ist ganz verwischt. Znači, slova, rukopis je poluizbrisan. Man kann nur ein paar Wörter entziffern oder entschlüsseln. Može se samo par reči dešifrovati. Entschlüsseln, entziffern. Man kann nur ein paar Wörter entziffern oder entschlüsseln. Fehlt etwas aus seinem Zimmer? Fehlen, nedostajati. Fehlt etwas aus seinem Zimmer? Da li nešto fali iz njegove sobe? Iz njene, bismo rekli, fehlt
etwas aus Ihrem Zimmer? Fehlt etwas aus Ihrem Zimmer? Seinem, njegove, iz njegove, ihrem, iz njene. Nein, es fehlt nichts. Ne fali ništa, es fehlt nichts. Kommen Sie und schauen Sie selbst. Dođite i pogledajte sami. Kommen Sie und schauen Sie selbst. Er kratzt sich am Kinn. Er schaut wieder den Zettel an. Er kratzt sich am Kinn. Češ se po bradi. Po bradi. Mislim, ne bradi. Nego po bradi ovaj. Er kratzt sich kratzen. Er kratzt sich am Kinn. Er schaut wieder den Zettel an. Der Zettel. Papierzettel. Er ist sehr aufgeregt. Veoma uznemiren, uzbuđen. Er ist sehr aufgeregt. Und er scheint abwesend zu sein. Er scheint abwesend zu sein. Čini se izgleda kao da je odsutan. Abwesend. Nicht anwesend, sondern abwesend. Odsutan. Scheint, znači scheinen, činiti se izgledati. I posle ide sa ovim cukus sein. Znači, er scheint glücklich zu sein. Er scheint traurig zu sein. Er scheint klug zu sein. Er scheint dumm zu sein. Er scheint abwesend zu sein. Znači, uvek ide ta konstrukcija. Znači, čini se izgleda kao da je odsutan. Er nimmt eine Zeitung, die auf dem Tisch liegt und blättert sie durch. Er nimmt eine Zeitung, uzima novine, die auf dem Tisch liegt, koje leže na stolu, und er blättert sie durch, znači durchblättern, listati, knjige, časopis, Buch durchblättern, Zeitung durchblättern. Er nimmt eine Zeitung, die auf dem Tisch liegt, und er blättert sie durch. Die Leute stehen Schlange und er drängelt sich vor. Die Leute stehen Schlange, znači ljudi stoju u redu i čekaju, a on se gura da prođe ispred. Vordrängeln. Ne čeka red, nego er drängelt sich vor. Die Leute stehen Schlange und er drängelt sich vor. Er ist nervös, ungeschickt. Er fällt über einen Koffer. Die Leute protestieren. Er ist nervös, nervosan je, ungeschickt, nespretan. Er fällt über einen Koffer. Pada preko kofera. Die Leute protestieren. Naravno, ljudi se bune. I kažu, sie haben kein Recht vorzudrängeln. Sie haben kein Recht vorzudrängeln. Nemate prava da idete preko reda. Wir stehen Schlange. Und sie haben kein Recht vorzudrängeln. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Vielen Dank. Molim vas za izvinjenje. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Vielen Dank. Ok, das ist alles. Nadam se da vam se dopalo. Naravno, ako jeste, pritisnite like i subscribe i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćus.